Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play World of Warcraft Classic. Und zwar, wir haben im letzten Part haben wir unseren Leerwandler geholt. Hier läuft der blaue Mullsack uns hinterher. Und wir haben gegen scharlachrote Klostertypen gekämpft. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Und zwar gehen wir nochmal zu dieser Mühle hier, wo wir das letzte Mal vor ein paar Parts waren. Und zwar brauchen wir hier Gregor's Remains, Nissa's Remains und Thurman's Remains. Und Lex brauchen wir eigentlich nicht, aber okay. Und wir werden, glaube ich, diese Überreste finden von diesenjenigen. Und dann geben wir die Quest ab. Dürften dann auch schon bald Level 11 sein, hoffe ich jedenfalls. Und ich denke mal, mit Level 11 können wir uns schon langsam auf den Weg machen ins Brachland. Das wird schon eine weite Reise sein, da wir ja keinen Flugpunkt etc. pp. Haben. Und wir haben aber Lex wie die Sau. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, woran das liegt. Aber diese FPS-Einbrüche sind schon sehr nervig. Naja, vielleicht geht's auch wieder weg. Wie sonst immer, war ja am Anfang immer ein bisschen Gelegge. Ich finde den Weg, der ist ziemlich lang. Man muss immer so ziemlich viele weite Wege latschen hier in Classic WoW. Aber das macht mir jetzt eigentlich weniger aus. Nein, nicht den Ruhestein benutzen. Ich muss gerade nur mal gucken, was ich jetzt hier so alles kann. Stimmt, da war was, habe ich schon drauf gecastet. Gut, ich guck mal, was ich hier noch bei dem jetzt lernen kann, bei dem Lederfuzzi, Schneiderfuzzi. Gut, es regt mich jetzt schon sehr auf, diese Lags. So, der Leerwandler greift nicht an, das erklärt aber auch einiges. Aha. Der Leerwandler scheint mich nicht zu mögen. Hört nicht auf meine Kommandos. So, die Lags regen mich jetzt doch sehr auf. Ich werde mal kurz was gucken. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Wir hoffen jetzt, die Lags sind jetzt weniger vorhanden. So, mal gucken, was der mir beibringen kann. Okay, der kann mir noch nichts Neues beibringen. Das aber sehr schade. Auf 60 müsste ich kommen. Wie viel habe ich denn? 55. Gut, ich habe auch keine Leidenschaftfallen mehr. Vielleicht gibt es ja da bei Akmas Müll irgendwie ein bisschen mehr Sachen, die wir einsammeln können. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich bin aus Versehen mit der Kaffeetasse ans Mikro gekommen. Passiert im Krieg. So, wo ist denn Zackmus? Ja, der ist hinter uns, der rennt noch uns hinterher hier. Ja, ein bisschen lecken tut's noch, aber vielleicht. Boah, das regt mich jetzt langsam echt auf. Diese üblen Lags hier. Gibt's doch nicht. Torwe. Guten Tag und oder Magier. So, also das regt mich jetzt echt tierisch auf. Und ich habe einfach keinen Plan, woran das liegen könnte. Ständig kacken die FPS ab. Machen wir mal das da raus. Naja, jetzt läuft schon besser. Ein bisschen besser vielleicht. Regt sich's noch ganz ab. Ja, es sieht schon besser aus, aber es leckt immer noch ein bisschen. Boah, das nervt mich jetzt schon tierisch. Laufen. Das ist ein ganz schön weiter Weg. So, jetzt hat sich's, glaube ich, eingependelt hier. Es fängt gleich wieder bestimmt an zu lecken wie die Sau. Das regt mich jetzt echt auf. Wie gesagt, wir werden erstmal auf Gebrechen skillen, weil, ja, finde ich am coolsten. Es rockt ordentlich, weil man da einfach alles zudotten kann. Jo, hier, komm her. Das ist zu weit entfernt. Brenn. So, endlich macht der Leerwandler auch mal was. Wir brauchen ja hier noch so ein paar Seelensplitter. Ist schade, dass hier halt alles voll wird. Dass man die nicht übereinander lagern kann.
wir haben auch noch ordentlich ein bisschen Seelenstaub über. Ist ja auch sehr schön. Wir brauchen aber dringend Leinstoff für die Sau. Das wäre wesentlich besser. So. Ich muss näher ran. So, es wird doch schon ordentlich störend. Mit Fraps. Das ist zu weit entfernt. Wie gesagt, Rift habe ich zurzeit eingestellt, weil mir das selber so irgendwie gar keinen großen Spaß mehr macht. Ich weiß noch nicht, ob ich es wieder anfangen werde. Was ich aber auf jeden Fall demnächst Let's Playen werde, so nebenher noch ein bisschen, ist Warhammer Online. Ist nämlich auch ein sehr cooles Spiel. Ist aber halt hauptsächlich PvP-basierend. Für PvE-Spieler ist das nichts, weil es eigentlich nur auf PvP ausgelegt ist. Und es gibt schon Instanzen und Raids und so für PvE und so, aber man braucht schon diese RVR-Gebiete im Warhammer Online. So, aber jetzt wieder hier zurück zu World of Warcraft, weil das ist ja auch das, was wir jetzt spielen. Und genau, jetzt hier. That's in the family. Okay, irgendjemand castet auf uns. Okay, das ist hier, 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 der da. Ich kämpfe lieber gegen meinen Leerwandler, der ist nämlich, ja, gefräßiger, sagen wir es mal so. Okay, Gregor's Remain, ist das Remain. Wir wissen ja ungefähr, wo die sind, weil wir haben die ja schon mal mit so einem Magier, der uns, naja, mehr oder weniger geholfen hat, getötet. Dieser Zauber ist. Na komm, stirb. Stirb, stirb. So, kaum noch Mana, das ist natürlich schlecht. Trinken wir mal ein bisschen Milch. Ich habe extra sogar daran gedacht, die zu besorgen. Bin noch extra schnell ins Gasthaus, bevor ich auf Play gedrückt habe. Auf Record, besser gesagt. Und ja, habe da ein bisschen Milch eingepackt. So, hier war eine, das weiß ich noch. Also ich glaube, eine ist ja drin, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Aber wir werden die verrückten Leute noch finden. Nicht wirken. So, du bist wahrscheinlich eh immun gegen Vieren, deswegen fiere ich dich jetzt gar nicht. Sondern hau gleich die ganzen Dots drauf. Naja, jetzt geht's hier aber runter. Jetzt gibt's aufs Maul. Greif lieber mal den an, der andere interessiert mich. Hallo. Ja. So, der ist jetzt oben, out of Mana, so wie ich. Und dann plündere ich hier mal. Vielleicht gibt's was Schönes. Ah, komm, da war aber ein Schattenblitz drauf hier. Stirb. Ein paar Kupfer kann man immer gebrauchen. Das soll sich ja nicht beschweren. Und sehr schön, wir haben mal wieder was Gutes bekommen. Jetzt könnte ich mal gerade gucken, wir haben hier Kochkunst. Okay, wir hätten mehr ein bräuchten ein bisschen mehr verkohltes Fleisch hier. Stringy Wolf Meat. Ich finde, Koch ist echt sehr nützlich, da man sich dann ein eigenes Bufffood herstellen kann. Man hat immer was zu knabbern dabei. Für den Zwecks zwischendurch. Ich wusste es doch, dass die Alte da oben ist. Komm, Nissa. Stirb. Stirb sollst du. Ah ja, gut, da kann ich hier doch. Und von dir nehme ich die Seele raus. Mal gucken. Vielleicht ist ja die bessere Seele. Das geht zwar nicht, aber das wäre ja lustig. Jetzt muss ich noch hier Remains einsammeln. Zack. Kommen wieder die ganzen Lecks zum Vorschein. So, wer fehlt noch? Da fehlt noch jetzt der Gregory oder Gregor und Thurman. Ach, die werden wir schon finden, die kaufen. So, jetzt kommt der natürlich auch noch auf uns zu. Der andere ist ja schon tot. Ja, wir sind gut ausgeruht, also wir machen jetzt hier schon ordentlich EP. Das gefällt mir doch sehr gut. Abstechen. 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 Stirb und... Okay. So, wo könnte der Letzte denn stecken? Also der Letzte ist ja nicht. Es sind ja noch zwei.
Man weiß nicht genau, welcher. Ich weiß, einer sieht von denen so ähnlich aus und ist aber so ein Fuzzi. Ach komm, den Dark Eye, der kann uns doch eh nichts machen. Schwach. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hui, Schatten mit Untot. Simple Dagger. Besser wie unserem. Aber schon bitte. Wir könnten jetzt eigentlich auch stark werden, so viel ich weiß, aber wir bräuchten dazu erstmal die Kohle. 10 Silber oder was das kostet. Ist nicht gerade billig, aber auch nicht gerade ultra teuer. Schon teure Sachen erlebt. Wo ist er? Hier. Das gibt's doch nicht. Rumsuchen, rumsuchen, rumgelegge, rumsuchen, rumlegen, rumsuchen, rumlegen. Immer die ganze Zeit das Abwechseln, das ist doch sehr schön. Oh, das gibt's doch nicht hier. Cracked Skull, Cracked Skull. Irgendwo muss doch der verrückte Tipp sein. Ach. Jetzt werden wir von beiden Seiten attackiert hier. Zack. Hat der schon mal ins Gras gepisst. Der noch ins Gras, beißt ins Gras. So, hier. Rolle des Schutzes. Zackmus hält ganz schön viel aus, also. Respekt, Zackmus. Nehme ich mal ein bisschen. Zack. Wer castet denn diese Scheiße da auf mich? Diesen dort? Schattenwort Schmerz. Wer auch immer das war, der ist jetzt wahrscheinlich tot. Aber wo sind denn diese anderen jetzt hier? Jetzt werde ich langsam echt närrisch. Sörmauer hier. Da ist Keno. Ah, da ist jemand. Oder ist einfach nur ein verlaufener Zombie? Also, nee, das ist Thermal. Sehr schön. Da fehlt uns immer noch Gregor. So, Thurman, du hast doch bestimmt auch Gregor gesehen, also verrat uns mal, wo der rumgammelt. Und da werde ich auch wieder angegriffen hier. Wird schon reiche hier, so. Ich habe ja noch Heiltränke und Gesundheitsstein. Sollte der sich's wirklich mit mir so, ja, überlegen aufzunehmen hier. Vielleicht ein bisschen Mana gebrauchen. Und tot. So, jetzt kann man hier, der sollte mal ein bisschen mehr hier essen oder trinken, aber das können die ja nicht, die Lehrwandler. Aber da warten wir halt so, bis sein Leben ein bisschen besser regeneriert ist. So, jetzt brauchen wir nur noch Gregor's Remains. Diesen Gregor werden wir auch noch finden. An uns kommt keiner vorbei. Ja. Irgendwie haben die einen ziemlich großen Cast-Radius, keine Ahnung, Akku-Range. Aber wir haben ja gleich Level Up. Und dann ist auch unser Lehrwandler wieder full happy drüber. Und mal gucken, aber zack, hier, Level Up. Level 11 erreicht, sehr schön. Und gleich mal hier drauf skillen. Casten wir den immer schneller, das ist sehr, sehr, ich finde es sehr gut und das ist wichtig für mich. Braucht das. Macht schon einen Unterschied, ob man ein paar Sekunden Zeit casten muss für einen Dot oder ob man ihn direkt rausballern kann. So ein Instant Cast. Ja, ich muss jetzt hier alles absuchen, damit ich diesen ollen Gregor Raddu Gage Soldier brauche ich nicht. Rel Gage brauche ich nicht. Ich brauche doch nur den Gregor. Mensch, wo ist denn der Gregor? Oh ja, komm her, komm her. Hier. Man merkt schon einen Unterschied. Das Karte ist wesentlich schneller mittlerweile. Wir sind aber noch ganz schön gut erholt, muss ich sagen. Also wir sind echt ultra ausgeruht. Gut, aber ich habe auch jetzt eine langere Zeit nicht spielen können. Ich muss eine Pause machen wegen Ausbildung. Gerade ein bisschen
Lernen und so, Arbeiten geschrieben. Jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden und denke ich mir, mache ich doch mal ein schönes Let's Play. So, also es gibt's echt nicht. Jetzt finde ich diesen kleinen Spacko da echt nicht. Ach, aber der findet mich hier, dieser Dark Eye Bone Caster. Dafür zünde ich ihn an jetzt. Ich zünde es an. Und dann kommt auch noch der hier dazu. Ich will auch noch mitmachen. Ja, komm, greif ihn an. Greif ihn an. Töte ihn. So. Es gibt's doch nicht hier. Wo ist der alte Sack? Ich denke mal, vielleicht ist er doch in dieser Hütte. Ich werde da jetzt einfach mal reingucken und gucken, ob der Gregor sich da versteckt hat. Mensch, 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 Gregor. Mit dir mach ich was mit. Außer Reichweite. Das oh ja, komm gleich auf uns zu hier. Von denen hat es nicht gerade wenig. Oder ist der? Das kann auch noch sein. Jetzt gucken wir erstmal da rein. Vielleicht gibt es da eh eine Ruhe zu holen, oder? Ah, jetzt geht's wieder los hier. Jetzt kriege ich einen Frostblitz nach dem anderen in die Fresse gehauen. Also wirklich, sowas geht nicht. Man kann doch vorher Bescheid sagen. So, ey, ich cast jetzt mal einen Frostblitz auf den Norden. Weil die sagen, nö, mach mal was. Okay. So. Jetzt habe ich wieder kein Mana. Ich bin eine Mana-Schleuder hoch 10. Ja. Gut, ich hätte auch einfach. Ah. Adalas. Raushauen können. So, den will ich angreifen. Deswegen pulle ich den jetzt mal ein bisschen her. Ich hoffe, der bleibt mal weg da hinten. Weil mit dem möchte ich mich eigentlich nicht treffen. Ach. Wir werden aber von wenigen angegriffen heute. Heute haben sie irgendwie Aggressionstage oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind die ein bisschen sauer auf. Habe ich so das Gefühl. Aber irgendwie so das Gefühl, finde ich es nicht so toll, was wir mit denen machen. Heute sind sie echt aggro. Ja, 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 ja. Bleib doch da hier. So. Da kommt ja schon der Respawn, ey. Ein bisschen plündern. Dein Mana ist zu niedrig. Jetzt nicht. Jetzt zünden wir den an. Status. Status. So langsam dürften die doch mal alle kaputt gehen. Ah, nee. Mein Leerwandler geht kaputt. Das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir wieder hin. Damit kann man leben. Stirb doch. Ich blünde einfach mal alles ein. Sammel erstmal alles ein hier. So rum. Irgendwas haben wir doch eingesammelt. Forest Mushroom Cap. Ach so. Immer diese Pilze. Oh! Dann ist da noch nichts mal drin. Noch nicht mal der Gregor. Ja, schöne Gregor, der da stirbt. Mal gucken. Furcht müsste in den Mond kommen, ja. Komm mal. Aua! Haut er mich mit seinen Stöckchen hier? Ich krieg dann einen Dolch ab. Mensch, Mensch, Mensch. Von dem Zeug haben wir echt genug, ey. So, jetzt trinke ich mal was. Füll's ein bisschen auf. Damit ich meinen Leerwandler wieder beschwören kann. Den ollen blauen Sack brauchen wir jetzt. Ah, da ist noch ein Schurke unterwegs. Oder Krieger. Ja, ein Krieger. So. Und ein Ork-Schamane. So, ich gehe jetzt da lang. Hier ist wieder der... Ups, doch nicht. Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre der Turman, aber... Es ist nicht Turman. So, das ist mir jetzt scheißegal. Ich glaube, der ist hier hinten irgendwo. Ich bin mir da... Aha, da liegt Vampir. Pyre Cheng. Aber der Gregor, der hat heute keine Lust rauszukommen. Heute ist er nicht so gut aufgelegt, glaube ich. Heute hat er keinen Bock auf Party-Treff. Schade eigentlich. Ich hätte mich gerne mit Gregor unterhalten.
wieder sein. Ich bin jetzt dort gewesen, dort gewesen, dort gewesen, aber... Und natürlich dort gewesen und... Hier überall, aber... Gregor haben wir nicht getroffen. Das finde ich ein bisschen ätzend. Also Gregor hätte echt mal was sagen können, dass der heute Ausflug macht oder sonst irgendwie in Urlaub ist. Hätten wir uns die Mühe sparen können. Da liegt ein Magier oder ein Zauberer. Scheint doch nicht der Hunde zu sein hier. Sind wahrscheinlich alle bei der Suche auf Gregor verreckt hier. Gar nicht wissen, was da unten in den Katakomben ist. Mensch, Gregor, komm doch raus. Gibt's was Schönes zu essen und zu trinken? Auf das, was halt Untote stehen, Gehörne. So. Oh je, die Arme. Die hat geschrien. Gruft der Familie Ackermann. Das könnte doch sein, dass hier der Gregor... Aha. Ich glaube, der Gregor ist doch nicht hierhin. Ah, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Klar, sie helfen mir, aber einerseits schnappen sie mir auch die ganzen Viecher weg, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist mir jetzt egal. Weil ich suche nur den alten, fetten. Wir könnten das ja zusammen machen, aber ich habe nicht mehr. Finde ich immer besser. Wisst ihr, wenn da eben mehr Leute die gleiche Quest haben, dann kann man das auch zusammen machen. Dann muss man sich nicht so viel Viecher kloppen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht casten. Das war jetzt sehr schlau. Tja, das ist komisch. Thunderclap, Donner. Ah ne, das war schon immer so. Donnerschlag, glaube ich, konnte man doch noch nie in den Defensivweh nehmen. So, jetzt kriege ich hier wieder auf die Schnauze, aber gut, ich habe auch zuvor angefangen. Der Gas hält es aus. Ah, da kommen aber viele hier. Oh, das ist aber scheiße. Jetzt gibt's einen Wipe. War doch nicht. Ich krieg aber wenig Mana hier. Gut, der Gas, der hat wahrscheinlich ein schlechtes Skills jetzt hier mit seinem Casten und so, weil, ja, gibt ja kein Schamanenlehrer hier in der Gegend. Deswegen hat er wahrscheinlich den ganzen Scheiß drauf. Und ich frag mich, warum der nicht angreift, mein Lehrer. Ein bisschen bang scheint es doch eher echt zu sein. Das drücke ich immer 5 hier. So, ich habe leider nichts zu trinken. Jetzt frage ich mich nur, wo der alte hockt hier, ob das vielleicht, ob der Gregor echt da unten hockt. Das wäre wenigstens praktisch. Captain Dargol, nein. War ja klar, Gregor ist auch nicht hier. Wo könnte er denn sein? Schon wäre das der nächste, den man töten müsste. So. Aha, der Peine ist noch nicht drauf. Und tot. So, die sind alle hier gestorben und jetzt kommen sie auf einmal wieder. Das hat mich jetzt gerade schon geschickt. Ich habe gedacht, es wären vielleicht ältere Spieler, die da gestorben sind vor ein paar Tagen oder sonst irgendwas. Aber nein. Gut. Ich habe Gregor immer noch nicht gefunden. Ich werde jetzt mal hier auf die Suche gehen, alleine wieder. Ich werde die Gruppe einfach jetzt verlassen, weil ich gemerkt habe, hier ist kein Gregor.
Das regt mich gerade schon ein bisschen auf. Ich würde den jetzt echt gerne mal finden. Das würde mich sehr freuen. Aber wo könnte der denn noch sein, wenn der schon nicht mehr hier ist? Ah, nicht 5 immer. Wir haben schon die Hälfte zu Level 12. Das ist schon mal sehr, sehr cool. So. Das ist ein Cracked Skull. Den brauchen wir auch nicht. Ich will doch nur den Gregor finden, den alten Sack hier. Oh, jetzt bin ich wieder angegriffen. Kann ich noch nicht wirken. Das ist er, endlich. Ja, ich hole mir den gleich her, bevor da doch einer irgendwie angerannt kommt und mir den wegschnappt. Mache ich den doch lieber gleich gerade. Der hat es eh nicht überlebt. Und der wird jetzt auch tot sein. Ich habe kein Ziel. So, jetzt benutzen wir Ruhestein. Die restlichen Quests werden wir abbrechen, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Hier, ich will in ein anderes Gebiet kommen und ich denke, wir schwingen uns dann noch auf den Zeppelin und fahren mit dem Zeppelin durch die Gegend und dann machen wir erstmal eine Pause. Also, ein Cut. So, hier. Ich bin ganz ohr. Ich habe alles getan, was du wollt hast. Tada! Ja klar, jetzt kommt bestimmt Captain. Was jetzt? Nee, Magistrat Sven, habe ich keinen Bock. Quest abbrechen. Quest abbrechen. Quest abbrechen. Was ist mit dem? Quest abbrechen. Und jetzt fahren wir noch schnell mit dem Zeppelin in eine neue offene Welt. Huhu, mal gucken, was wir so erleben dort. Im Brachland dann. Aber erstmal machen wir einen Zwischenstopp in Orgrimma. Stirb. Vielleicht hat er ein bisschen Wolfsfleisch dabei. Nö, natürlich nicht. Wenn man es braucht, dann gibt es nichts. Das ist immer so. Und rechts rum. Da kommt auch schon ein Zeppelin. Ich hoffe, das ist unserer. Das wäre nämlich perfektes Timing. Doch, sieht ganz danach aus. Da sind schon ein paar Spieler. Guck, mein Leerwanderer, der braucht noch eine Weile. Oder der hat halt einfach keine Wanderslust hier. Aha, hat er doch geschafft. Jetzt warten wir noch, dass die Brücke weg... dass das Zeppelin endlich losfährt. Komm schon, fahr los. Endlich weg aus Tirisfal. Aus dieser Dunkelheit, aus diesem Tod und Verwüstung und... Grau in Grau. Ja, das ist der nach Kromgol. Tschüss, Leerwandler. Da waren wir ja jetzt und jetzt haben wir uns, können wir da endlich uns verabschieden von. Tschüss und jetzt geht's raus aufs große Meer. Jung.
die Nordküste. Ich glaube, soviel ich weiß, wir müssen ja die Flugrouten erstmal alle entdecken. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können die in Orkrema schon mal entdecken, dann können wir immer von Orkrema nach ins Brachland. So, jetzt haben wir einen Ladebildschirm, das dauert jetzt ein bisschen. Früher, ganz früher, wo ich bei meinem alten PC, also vor 6 Jahren oder so, wo das halt draußen war, da habe ich immer Disconnects bekommen. Wenn es geladen hat oder wenn ich in Sturmwind gegangen bin, war immer Disconnects. Das war nicht so cool. Ja, das ladet jetzt schon eine ganze Weile. Ich hoffe, dass wir nicht gleich wieder zurückfahren. Nein, tun wir nicht. Wir halten perfekt an, ja. Okay. Wow. Wir sind unsichtbar. Auf einem unsichtbaren Turm. Den laufen wir jetzt runter. Oh, es hat nachgepuffert. Gut. Texturen sind erschienen. Sonst sah es echt komisch aus. Und willkommen in Durota. Bei den Orks. Jetzt könnten wir uns auf den Weg machen, um schnell nach Orkrema reinzulatschen. Nein, es leckt überhaupt nicht. Das ist nur Einbildung. Es leckt nur bei euch. Spaß. Nein, es leckt schon. Ich denke, es liegt einfach daran, ja, dass hier die Texturen noch nachgeladen werden müssen. Oh, hier sind aber ein paar gestorben. Hat die Ali wahrscheinlich wieder angegriffen. Zwar finden hier wohl keine Duelle davor statt. Weil ich sehe sie jetzt einfach noch nicht, die Spieler. Weil mein PC gerade ein bisschen, ja, sagen wir mal so, wenig Lust hat, irgendwas zu tun. Hier liegen lauter Gnome. Scheint wohl wirklich die Ali angegriffen zu haben. Tal der Stärke. Jetzt müssten dann aber gleich eigentlich die ganzen Spiele aufploppen. Weil das hier nichts los ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht liegt es auch einfach, ja. Man sieht auf jeden Fall den Leerwandler hier schon. Wichtel. Also ist einiges los. Und die Schatten sieht man ja auch. Ich denke, es liegt einfach nur an meinem Computer gerade im Moment. Der hat einfach. Der verweigert die Arbeit. Hat keine Lust zu arbeiten. Guckt ihr mal auf die Mindmap, die ist auch gerade ein bisschen kaputt. Die Musik springt auch schon. Ja, ich weiß auch nicht, woran das wirklich liegt. Es ist einfach ein bisschen, ja, buggy durch das Aufnahmeprogramm. Ich denke, es ist schon heftig. So. Bei dem tun wir jetzt einfach nur mal entdecken. Wie kann ich euch helfen? Ja. Irgendwo hinfliegen können wir ja noch nicht. So. So, Leute, ich verabschiede mich jetzt von euch. Oh. Naja, so wollte ich mich nicht verabschieden. Aber ich habe es noch überlebt. Gut. Ich verabschiede mich jetzt von euch für diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Classic. Ciao und haltet die Ohren steif. Bis bald.